Die Zahl der Waffenbesitzer steigt stetig und wenn du einer davon bist, gratuliere zur Entscheidung und willkommen im Club. In dem Video werde ich über die ersten Schritte für neue Waffenbesitzer sprechen, Sicherheitsregeln, Verwahrung und alles, was noch so dazu gehört, damit ihr euch auskennt. Ganz ehrlich, man begegnet hier und da Leuten auf dem Schießplatz, in der Nähe man sich unwohl oder im schlimmsten Fall nicht ganz sicher fühlt. Du wirst mit Sicherheit nicht dazugehören, vor allem nicht, nachdem du dieses Video gesehen hast. Mein Name ist Stefan, ich bin ehemaliger Kommandosoldat und arbeite hier in Österreich als Trainer für Schießen und Selbstverteidigung und höre wirklich oft den Satz, ich habe jetzt einen Waffenführerschein gemacht und mir eine Pistole gekauft, wie geht's weiter? Daher werde ich in diesem Video einen Überblick geben über grundsätzliche Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissensbausteine und generelle Do's und Don'ts, damit man sich am Schießplatz erstens nicht unbeliebt macht und zweitens und weitaus wichtiger, niemanden gefährdet. Natürlich kann ich zu jedem einzelnen Punkt hier ein Video machen. Zu den Sicherheitsregeln haben wir schon eins auf Sapiens Parabellum gemacht. Das kann ich hier oben verlinken. Und auch für meine Kursteilnehmer bei meinen Schießkursen für E3 gibt es ein eigenes Video. Aber in diesem Crashkurs starten wir natürlich auch mit den Sicherheitsregeln. 4 an der Zahl und die gelten immer und überall und ohne Ausreden. Nummer 1 ist, ich zeige alles vor mit einer Red Gun, diese Waffe kann nicht schießen. Nummer 1 ist, kenne den Ladezustand deiner Waffe und betrachte alle Waffen als geladen. Viele Unfälle passieren mit einer vermeintlich ungeladenen Waffe. Also selbst wenn ich mich davon überzeugt habe, eine entladene Waffe in den Händen zu halten, halte ich dennoch alle anderen Regeln ein und behandle die Waffe ebenso, als wäre sie geladen. Nummer 2 ist, kreuze nichts mit der Waffe, auf das du nicht schießen würdest. Diejenigen, die beim Militär waren, kennen sicher den Begriff der Laufdisziplin. Was heißt das? Stellt euch vor, aus eurem Lauf kommt ein Laserstrahl, der alles vernichtet, was er kreuzt. Das heißt, niemals zeigt der Lauf auf Körperteile, weder von mir noch von anderen Menschen oder auch generell andere sensible Dinge, die wir nicht beschießen würden, die kreuzen wir nicht. Im Englischen wird das Ganze übrigens Flagging genannt. Also merken, die Waffe zeigt nie auf etwas, auf das ich nicht schießen würde. Regel Nummer 3, fingerlang. Der Finger betätigt ausschließlich dann den Abzug, wenn mein Zielvorgang abgeschlossen ist und die Entscheidung zur Schussabgabe gefallen ist. Zu jedem anderen Zeitpunkt, wenn ich die Waffe angreife oder in der Hand halte, dann ist der Finger lang und liegt hier parallel zum Verschluss auf dem Griffstück. Die Waffe geht nicht von alleine los, das ist keine Bombe, die irgendwie darauf wartet zu explodieren, sondern man muss eben den Abzug betätigen. Nummer 4 ist, kenne dein Ziel. Thinkers before shooters, sagt dabei der US-Amerikaner Travis Haley. Ihr seid für jeden abgegebenen Schuss selbst verantwortlich. Daher müsst ihr das Ziel genau identifizieren, euch vergewissern, eine freie, sichere Schussbahn zu haben und auch an den Kugelfang denken. Was passiert, wenn ihr das Ziel verfehlt oder das Geschoss durch das Ziel durchgeht? Was befindet sich also dahinter? Am Schießplatz einfach, wir haben dahinter einen sicheren Kugelfang. Habe angenommen, ich ziele mit der Waffe auf irgendeine Wand und dahinter, das ist nur eine Rigipswand und dahinter befindet sich jemand, dann würde ich gegen eine dieser Sicherheitsregeln schon verstoßen. Also, das Einmaleins der Sicherheit, die 4 universellen Regeln. Achtung, es gibt natürlich auf jedem Schießplatz noch andere individuelle Regeln und Vorgaben. Diese bitte unmittelbar immer gleich erfragen. Ja, verschiedene Dinge werden auf verschiedenen Schießplätzen unterschiedlich gehandelt. Man kann auf manchen beispielsweise, darf man nicht aus einem Holster schießen. Auf anderen Schießplätzen ist ein Holster wieder Pflicht. Thema Sicherheit noch nicht ganz abgehakt. Wir sehen uns noch kurz die Sicherheitskontrolle bzw. das Entladen an. Es gibt verschiedene Methoden. Solange das Prozedere allerdings einwandfrei und sicher ist, kann jeder bei seiner Variante bleiben. Hier ist sie, ich zeige es jetzt vor, wie ich sie unterrichte. Ich erinnere nochmal, wir haben hier jetzt eine entladene Waffe. Es befindet sich daher keine Patrone im Laderaum, noch keine im Magazin. Es ist eine Waffe zum Vorzeigen und trotzdem halte ich die Sicherheitsregeln ein und achte, dass mein Finger lang ist und achte darauf, wo die Mündung hinzeigt. Schritt Nummer 1, mit dem Daumen den Magazinsknopf drücken und das Magazin abnehmen. Schritt Nummer 2, zweimal repetieren. Achtung, dabei wirklich mit Schmackes zurückziehen, beziehungsweise wenn man es kräftig genug macht, dann rutscht auch die Hand hinten drüber ab. Wir wollen, dass die Feder, die darin verbaut ist, ihre Arbeit so machen kann, wie es gehört. Und wenn jetzt eine Patrone drinnen gewesen wäre, wäre sie rausrepetiert worden. Zur Sicherheit machen wir das Ganze eben zweimal, also wir repetieren zweimal, dann sollte die Waffe leer sein. Wir wollen aber
hundertprozentige absolute Sicherheit. Deshalb werfen wir noch zusätzlich einen Blick in die Waffe, in den Laderaum. Dazu drücken wir mit dem Daumen der rechten Hand den Verschlussfanghebel nach oben und bringen den Verschluss in rückwärtige Stellung. Ob ihr den Affengriff macht oder die Waffe verkantet und sie mit dem Slingshot-Griff angreift, das bleibt euch überlassen. Ich mache es so. Gut, ist der Verschluss hinten, machen wir einen Blick in den Laderaum, in den Magazinschacht, sehen in beiden Fällen kein Messing, dann sehe ich um 90 Grad weg und mache den Blick erneut, ganz bewusst, inspiziere ich Magazinschacht und Laderaum. Danach könnt ihr den Verschluss von Hegel entweder nach unten drücken oder einfach nochmal repetieren, dadurch wird der Verschluss nach vorne gelassen. Haltet bei dem Prozedere unbedingt die Sicherheitsregel ein, also die Sicherheitsregeln ein, konzentriert euch darauf, plaudert nicht dabei und lasst euch nicht ablenken. Wie gesagt, viele machen das vielleicht ein bisschen anders. Es gibt mehrere Methoden, aber solange ihr keine der Sicherheitsregeln brecht, euer Bereich, wo ihr arbeitet, sicher ist, dann bleibt bei eurer Methode. Wenn ihr die Waffe laden wollt, dann einfach ein volles Magazin anstecken und entweder repetieren oder wenn der Verschluss noch in rückwärtiger Stellung war, könnt ihr den Verschluss auch mit dem Betätigen des Verschlussfanghebels nach vorne lassen. Wenn ihr die letzte Patrone verschossen habt, dann bleibt euer Verschluss wieder in rückwärtiger Stellung, weil der Magazinsboden des Magazins den Verschlussfanghebel nach oben drückt. Wenn ihr die Waffe laden wollt, dann einfach ein volles Magazin anstecken und repetieren oder den Verschlussfanghebel wieder nach unten drücken. Ich erinnere nochmal, dass eine Dummy Round in einer Dummy Waffe zum Vorzeigen. Also volles Magazin einführen und dann entweder repetieren oder mit dem Verschlussfanghebel den Verschluss nach vorne lassen. Das war also das Laden und Entladen bzw. die Sicherheitskontrolle. Ich zeige es jetzt noch einmal im Ganzen vor. Schritt Nummer 1, Magazin abnehmen, zweimal repetieren, Verschlussfanghebel nach oben drücken, hinten einrasten lassen, Blick, Blick, wegschauen, Blick, Blick, Waffe ist sicher und entladen. Aber nicht vergessen, wir halten nach wie vor alle anderen Sicherheitsregeln ein. Nächster Punkt, wie verwahren wir die Waffe? Auch hier wieder nur ein grober Überblick. Auch darüber lässt sich ein eigenes Video machen. Aber zur Waffe gehört ein sicherer Holster. Über Waffengurt und Holster haben wir ein eigenes Basic-Video gemacht. Ich fasse hier nur zusammen, je nachdem, was euer Interesse ist, Verteidigungsschießen oder sportliche Disziplinen wie zum Beispiel IPSC. Die Waffe, hier die blaue, die Waffe muss fest im Holster sitzen und der Abzug muss sicher eingebettet sein. Zum Verwahren im Eigenheim kann ich gar nicht so viel sagen, einfach weil das gesetzlich sehr genau geregelt ist. Seht euch daher die gesetzlichen Vorgaben für euer spezifisches Land an. Das Video ist auf Deutsch und wird daher natürlich in mehreren Ländern mit unterschiedlichen Gesetzeslagen gesehen. Ich möchte nur generell über ein paar Sicherheitsaspekte sprechen. In Österreich zum Beispiel ist der Paragraph der Selbstverteidigung im Waffengesetz verankert. Das heißt, hier gilt es, einen guten Kompromiss zu finden zwischen einerseits sicherer Verwahrung und andererseits auch schnellem Zugriff für mich. Es gibt kleine Safes, die sich im Schrank einbauen lassen und mit Schlüssel oder Code zu öffnen sind. Und natürlich muss sich das Ganze letztendlich auf eure Lebenssituation anpassen. Das heißt, seid ihr alleine oder mit einem Partnerhaushalt, hat der vielleicht auch eine Waffenbesitzkarte oder gibt es sogar Kinder im Haushalt. Für den Transport zum Schießplatz ebenso. Es gibt gesetzliche Vorgaben. Ich habe dazu eine eigene Tasche, einen sogenannten Range Bag. Da habe ich alles drin, was ich am Schießplatz brauche. Wenn euch das interessiert, es gibt bereits ein eigenes Video zum Thema. Nein, es wird ein eigenes Video zum Thema Range Bag geben. Nächster Schritt ist das Training. Einfach auf den Schießplatz gehen und loslegen ist aus mehreren Gründen nicht optimal. Erstens, man sollte wissen, worauf man achten muss. Oft höre ich Anfänger, die nicht das gewünschte Ziel treffen und dann fragen, ob das vielleicht möglich ist, dass Kimme und Korn nicht richtig eingestellt sind oder die Waffe überhaupt was hat. Nein, die Waffe ist in den meisten Fällen ganz gut, du bist einfach nur ein schlechter Schütze. Es braucht einfach Übung und fundamentale Fähigkeiten, die man am besten von jemandem lernt, der sich auch wirklich auskennt. Bei einem guten Trainer solltet ihr eine gute Anleitung bekommen, wie eine präzise Schussabgabe auszusehen hat, was die sogenannte Schussantizipation ist, der wohl größte Faktor, warum jemand nicht trifft, und generelle Schießplatzetikette vermittelt bekommen und vieles mehr. Wer jetzt einfach nur eine Waffe kauft und denkt, jetzt fühle ich mich sicherer, so einfach ist es dann nicht. Ihr solltet euch wirklich auskennen
und sicher damit hantieren können, sonst seid ihr im Worst-Case-Szenario noch unsicherer als davor. Seht euch also auf euren Schießplätzen um, vor allem regionalen, ob es Kurse gibt, ob es Trainer gibt, dass ich finde, das für die ersten paar Stunden zumindest. Natürlich könnt ihr auch gerne bei mir anrufen, aber, und das ist entscheidend, oft habe ich Anfänger, die schon ein paar Mal schießen waren, vielleicht mit einem Nachbarn oder mit einem Verwandten, aber dann eigentlich Dinge mitbringen, die fundamental nicht wünschenswert sind. Natürlich könnt ihr viel von jemandem lernen, der das schon eine Weile regelmäßig macht. Aber das ist leider nicht immer ein Garant dafür, dass derjenige sich auch wirklich auskennt. Es ist also wichtig, nicht so wichtig, was für eine Waffe jemand hat oder welche Ausrüstung oder wie lange er etwas macht, sondern dass er oder sie sicher und angemessen damit umgehen kann. Nicht vergessen, ihr braucht auf jeden Fall Zeit, um zu lernen. Nehmt sie euch. Für alle Profis, die jetzt dieses Video gesehen haben und hier angekommen sind, was habe ich vergessen? Welche wichtigen Infos für Neuansteiger sind noch nicht in diesem Crashkurs vorgekommen? Schmeißt es in die Kommentare und helft der Community, aber bitte schreckt sie auch nicht ab. Für die Neulinge, was wollt ihr noch wissen? Welche Fragen habt ihr noch? Schreibt es uns in die Kommentare und natürlich, wir freuen uns über ein Abo und bemühen uns, euch weiterhin wichtige Dinge rund ums Thema Schießen zu präsentieren. Alles Liebe, bleibt sicher und gesund. Vielleicht sehen wir uns auf einem Kurs.